Hallöchen Leute, von heute. Schön, dass ihr am Schlüssel seid. Ja, ich befinde mich genau am Augustusplatz von Leipzig. Und zwar hier ist wieder was los, beziehungsweise noch bis heute, den 4. Juni. Und zwar das Leipziger Stadtfest. Geht heute noch. Die Uhrzeit habe ich jetzt nicht im Kopf, aber genau deswegen nutze ich die Zeit jetzt nochmal hier in einen kleinen Rundgang für euch. Vom Augustusplatz dann Richtung zum Marktplatz und dann zum Wilhelm-Leuschner Platz. Da sind auch Attraktionen dabei, da gehe ich auch noch hin. Und hier ist die Bühne hier. Also hier ist einiges geboten und hier werde ich jetzt ein paar Bilder für euch quasi zeigen und so. Und wenn ich das Logo von RB Leipzig hier schon wieder sehe, ey, ich kriege schon wieder Augenkrebs, mein Gott. Naja, trotzdem Glückwunsch RB Leipzig zum Pokalsieg, quasi zurückerobert DFB-Pokal. Naja. Okay, ich wünsche euch jetzt mal jetzt viel Spaß hier. Haut rein. Letzter Platz, dritte Bühne schon und damit auch jetzt hier die größeren Attraktionen hier im Wilhelm-Leuschner-Platz. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, es ist sehr viel los, deswegen habe ich nicht so viele Aufnahmen jetzt davor gemacht am Markt oder am Augustusplatz. Es tut mir jetzt schon mal an der Stelle leid, aber jetzt noch zum Schluss hier am Wilhelm-Leuschner-Platz noch einen kleinen Rundgang. Und was für Attraktionen es hier geben wird, das zeige ich euch jetzt. Und dann fangen wir jetzt mal an. Rechts. Gut, jetzt kann es losgehen. Und zwar mit dem Laufgeschäft Felix Company. An sich ein schönes Laufgeschäft. War ich auch schon drin gewesen. Ja. Also an sich noch sehr schön gemacht. Gefällt mir. Stand sogar schon früher als Klemmesse hier. Also, kurzer Weg. Ja. Für die Familie. Ganz nice. So, dann hier. Weitere Buden auf der linken Seite. Da gibt es auch was Großes, aber da kommen wir gleich noch. Aber erstmal hier durch, ist auch ganz schön viel los. Bisschen blöd für mich,
wenn ich filme. Ihr wisst ja, sowas tue ich eher ungern. Aber gut, wir sind in der Öffentlichkeit. Gut, dann hier ein Autoscooter. Und zwar mit dem ich auch früher immer gern mitgefahren bin. Und zwar Golden Cars von Seifert jetzt. Früher hat es von Meier gehört aus Halle. Haben sie leider abgegeben, quasi verkauft. Jetzt gehört es von Seifert. Sehr, sehr schade. Vor allem aus Hallenser Sicht. Aber ja, die hören ja auf. Die haben auch so einen Spider abgegeben. Gehört jetzt von Welte. Sehr, sehr schade. Mal schauen, wie es in der Zukunft da aussieht. Auf jeden Fall jetzt gehört es von Seifert. Hat sich jetzt rein noch gar nichts getan. Sieht genauso original aus. Erhalten aus. Ja. Wie gesagt, wer es mag. Ich bin jetzt ein Alter raus schon. Aber für die Familie kann man es machen. Gut, dann hier jetzt Kettenflieger Aviator. Kenne ich selber noch nicht. Der ist nicht so hoch. 36 Meter. Hier sind die Daten. Ja. Im Dunkeln. Naja, das kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Es ist der letzte Tag und ich hau gleich schon wieder ab. Deswegen. Aber an sich sehr schön. Im Dunkeln mit LED-Beleuchtung. Auch Farbwechsel. Ganz cool. Ja. Ich bin auch schon mal mit dem Kettenflieger gefahren. Aber der war 80 Meter hoch und der jetzt 36 Meter. War vom Boss. Gut, dann hier auf der Seite der Breakdancer von Seifert. Auch. Wie gesagt, bei dem ist Entspannung nicht die Rede. Dreht volle Pulle durch. Ganze 5 Minuten durch. Keine Pause. Ja. Einer meiner Lieblings-Breakdancer in Deutschland. Ja. Gut. Und dann haben wir hier noch ein weiteres intensives Fahrgeschäft, GeForce von Vogtland. Einmal. Die lief vorhin schon, die Fahrt, deswegen, ja. Ohne Worte. Sehr intensiv. Also, ist nicht ohne. Für deine auf jeden Fall nicht. Hier Mindestgröße 1,40. Ja. Viel mehr für die Größeren etwas am Start als für die Kleinen, aber ansonsten, ja, also wie gesagt, geht gut ab. Ja. Das könnte ein Videoshaus sein, das machen wir immer so, zum Beispiel von all unser Kammer. Gut, damit war es das auch schon aus Leipzig, zum Stadtfest. Aber es geht jetzt los, die Fahrt, die GeForce von Vogtland jetzt. Ja, also. Also, hier ist sehr viel los, muss man sagen. Hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Das Wetter ist top. Keine einzige Wolke hier oben. Und intensive Fahrgeschäfte sind dabei. Breakdance, GeForce und dann noch so ein größerer Kettenflieger. Ja, Berg- und Talbahn ist nicht dabei. Aber dafür ein Autoscooter mehr. Naja. Und ansonsten ist die Beschickung gut. Hier ist auf jeden Fall für Stimmung gesorgt. Bühnen sind überall dabei, Augustusplatz im Markt und hier eine, auf jeden Fall Wilhelm-Leuchner-Platz. Ja. Es lohnt, hat sich gelohnt, hier vorbeizuschauen, weil es heute der letzte Tag ist, deswegen braucht ihr gar nicht erst noch zu kommen. Es ist schon vorbei, weil es ging ja noch bis zum 4. Juli. Ah, jetzt, das zeige ich euch noch. Oh, der gibt jetzt schon Vollgas. Meine Ohren haben sich da immer gefreut, mein lieber Scholli. Also der Druck dahinter. Boah, Hilfe. Gut, das ist es dann. Dann danke ich euch nur fürs Zuschauen. Abo da lasst, nichts verpassen, Glocke an, Ehrenmann und bis zum nächsten Video.